Was möchte dir dein Gegenüber sagen? Welche Botschaft hat dein Gegenüber für dich? Was ist es, was er dir sagen möchte, aber es nicht wörtlich tun kann? Das ist ja auch immer so eine große Frage. Man versteht den Gegenüber nicht mehr und sagt, was willst du mir sagen? Was ist los? Ich verstehe vielleicht gerade dein Verhalten nicht, vielleicht deinen Rückzug, vielleicht dieses Ghosting oder Reaktionen, Abwehr. Und da schauen wir jetzt heute mal nach. Auch kann ja auch sein, ja, jetzt haben wir wieder Kontakt vielleicht. Jetzt ist da irgendwas. Aber irgendwie ist es auch komisch, weil irgendwie ist es nichts Halbes, nichts Ganzes. Da schauen wir jetzt heute mal nach, greifen die Energie vom Jetzt, was sie euch mitgeben möchten. Und ihr wisst ja, Kollektivlegung können nicht für jeden zutreffen. Die Energie ist jetzt, dass sie dir was sagen möchte. Kann komplett sein, kann aber nur ein kleines Stückchen sein. Und je nachdem, ob du dich jetzt hier wohlfühlst, dann schaust du weiter. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann schalte ab. Dann möchte die Energie dir jetzt, ist es noch nicht die Zeit, dass sie dir jetzt was sagen möchte, dass du vielleicht auch bereit dafür bist. Und egal, zu welcher Zeit du welches Video anschaust, egal was da für Datum steht, es möchte dann in diesem Moment zu dir, weil es dir was zu sagen hat, dein Puzzleteil. Dein fehlendes Puzzleteil ist dann bestimmt dabei. Eine Botschaft, ein Hinweis, ein Wegweiser für dich. Die Personenkarten sind geschlechterneutral. Das ist dein Gegenüber, männlich wie auch weiblich. Und ja, ich habe in den Kommentaren gelesen, wie dieses Kartendeck heißt. Also alle Kartendecks findet ihr immer in der Infobox unter jedem Video. Da sind alle Kartendecks immer aufgelistet. Und das erwähne ich jetzt nochmal. Das ist das Modern Oracle Tarot von der Desiree Palmer. Und ja, mit dem lege ich auch heute wieder. Und jetzt haben wir aber erstmal... Nein, erstmal kommt ein ganz, ganz, ganz galaktisch, überdimensional großes Dankeschön an euch. Eure Herzlichkeit, es ist so wunderschön. Eure lieben Worte in den Kommentaren heute wieder. Also es ist so, ich bin jedes Mal immer so wirklich sehr berührt. Weil ihr einfach, ihr seid traumhaft, ihr seid wundervoll. Ich möchte es und es liegt mir immer am Herzen, euch das jeden Tag zu sagen. Es ist mir egal, ob das jetzt jemand nervt oder nicht, wenn ich das sage. Mir liegt es am Herzen und ich mag das auch. Ich möchte euch Danke sagen. Ja, es ist, ihr lasst mich, uns, die ganze Community, unsere große Familie, daran teilhaben, wie es euch geht, was ihr vielleicht gerade erlebt. Und eure lieben Worte, es ist so wunderschön, dass ich hier dieses positiv motivierende Sein, ja, dieses Danke, was ihr mir hier eben auch immer wieder gebt, es ist, ja, es ist auch so schön, du Fröhliche, du bist immer so gut drauf. Ja, es ist einfach, es ist auch so das mein Naturell. Ich meine, es gibt immer, auch bei mir gibt es negative Zeiten, Momente, Situationen. Aber beziehungsweise das Wort negativ möchte ich das nicht unbedingt nehmen, unangenehmere Sachen, ne? Nicht ganz so optimal, sagen wir es so, aber da ist es immer das Beste, daraus zu machen. Und was bringt es mir, wenn ich jetzt da Trübsal blase und mich runterziehen lasse? Natürlich gibt es die Momente, man kann sich nicht immer gleich wieder hochholen, ne? Ganz klar. Aber dann heißt es immer wieder, hey, aufstehen, was ist jetzt? Vielleicht tolles Wetter oder irgendwas, ne? Und das kann man sich immer wieder herholen, weil die Zeit ist kostbar. Wir wissen alle nicht, wie lange und was wir alles hier noch erleben können und, und. Und da ist mein Motto immer, aus allem das Beste machen und das Beste immer wieder rausholen. Und ich weiß, ihr schafft das auch und ihr macht es auch. Ich bekomme es auch in den persönlichen Readings mit, was ich auch wunderschön finde, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich es miterleben darf, was ihr auch sagt, okay, lass mir jetzt hier ein persönliches Reading geben. Ich möchte wissen, wo stehe ich? Ich möchte weiterkommen. Ich möchte Klarheit. Und weil da sehe ich ja auch, was blockiert vielleicht auch bei dir. Und dann, wenn ich dann auch mitbekomme, ihr arbeitet dran und sagt, ja, ich möchte jetzt hier mal den Stand, wie weit habe ich es schon geschafft, finde ich auch immer wunderschön. Diese Fortschritte auch. Und vor allem, dass ihr mir vertraut. Und das weiß ich so sehr zu schätzen. So, und jetzt haben wir aber noch eine Verlosung. Ich hatte es ja gestern angekündigt. Wir haben hier, was ich mit dem lieben Patrick gebastelt habe, danke übrigens auch die Resonanz, die ich ja auch bekommen habe, dass ihr es so toll findet, die Zusammenarbeit zwischen Patrick und mir. Also finde ich auch so schön. Also eure lieben Worte, ein ganz großes Dankeschön auch an euch. Ja, und da haben wir die Verlosung von diesem wunderschönen Bilderrahmen mit einem ganz, ganz tollen magischen Stein voller Magie, voller Energie,
Und ich spüre es jetzt auch wieder, sobald ich den Bilderrahmen hier auch in der Hand habe, wo dieser Stein drin ist. Auch Skarabäus, der Glücksbringer. Und der Ankh. Der Ankh, die Unendlichkeit, also dieses Ewige, diese Ewigkeit. Und diese Verbindung, ne? Diese Seelenverbindungen auch. Also wirklich wunderschön. Also ich liebe den Skarabäus, beziehungsweise den Ankh. Skarabäus ist auch toll. Und ihr habt wir bestimmt auch schon mitbekommen. Ich habe ja auch die Tätowierung hier, da ist auch der Ankh. Und ja, mit dem ganz besonderen Auge auch noch mit dazu. Und ich habe ja hier auch, also wie gesagt, wir haben hier die Verlosung von verschiedenen Steinen. Ich habe ja auch so einen Kraftstein. Das ist einfach, schon allein die Berührung ist, wow, so viel Magie. Es ist einfach wunderschön. Und hier auch ein Skarabäus. So, jetzt habe ich aber hier ganz schön viel gequatscht. Jetzt geht es mal zur Verlosung. Und da habt ihr auch ganz, ganz lieb kommentiert, was ich auch wunderschön finde. Und wo ist denn eigentlich jetzt der Lostopf? Da ist er. Da ist er. So, da schauen wir jetzt auch mal rein. Ich habe hier wieder kräftig rausgeschnitten und gebastelt. So, dann bin ich gespannt, wem ich das wunderschöne Geschenk schicken kann, den wunderschönen Bilderrahmen. Liebe Iris Laubanger. Laubanger, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig. Ja, doch. Iris Laubanger, herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich bei dir, bei mir. Schreib mir bitte über WhatsApp oder Telegram oder eine E-Mail. Und deine Adresse bräuchte ich. Dann geht dieses wundervoll magische Geschenk auf Reisen zu dir. Und garantiert auch ganz, ganz sicher verpackt. Wir haben da auch ganz spezielle Kartons. Also da kann auch nichts schief gehen. So, demnächst gibt es auch wieder eine Verlosung. Und da, ja, es wird auf jeden Fall auch noch mehrere Bilderrahmen geben. Na, wir haben ja einige gemacht, einige gebastelt. Und Bilderrahmen oder dann wieder ein Kartendeck oder vielleicht auch eine Tasse. Ja, wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr sie mir auch sehr, sehr gerne schreiben, ihr Lieben. So, und jetzt würde ich sagen, geht's mal los. Jetzt schauen wir mal, also mit dem Mischen, wie gesagt, ich habe viel zu kleine Hände, um dass ich da jetzt hier richtig den Mischflow reinbekomme. Und da schauen wir doch mal. Was ist denn los bei deinem Gegenüber? Und dann hätte ich natürlich auch noch sehr gerne eine Tendenz. Na, so. Und da schauen wir doch mal. Die legen wir nochmal zur Seite. Und jetzt schauen wir erstmal, was sich hier zeigt. Okay. Also, hier wird ja schon mal gezeigt, da geht schon einiges vor sich in deinem Gegenüber. Ne? Also, da ist schon auch zu sehen, dass hier wird jemand langsam, hier ist jemand gerade sehr empfänglich. Sehr empfänglich und aber da ist so, dieses Launische sehe ich auch noch, dieses nicht ganz im Einklang mit sich selbst. Und klettert sich vielleicht auch ein bisschen so an seinen Ängsten. Ja, diese Ängste vielleicht bei den, wir fangen mal hier an, dass ihr es besser seht, dass sich jemand hier schon ein Stück weit auch an den Ängsten so ein bisschen festklettert und da vielleicht auch nichts ganz loslassen kann. Und ja, sieht dich aber als sehr, sehr gefühlvoll und dieses Barmherzige. Und da sehe ich aber so ein bisschen, ja, dieses Vergleichen, wie er für sich gestellt ist und dich aber auch sieht. Deine Barmherzigkeit, deine Fürsorglichkeit. Und das ist das, was ihn gerade sehr beschäftigt. Und dieses Einfühlsame. Und hier ist jemand, und dieses Verständnisvolle. Und da ist immer so dieses Hin- und Herschwanken bei deinem Gegenüber. Hast du noch dieses Verständnis? Du hattest immer viel Verständnis. Du bist sehr, sehr nachsichtig. Und hier möchte jemand auch in die Heilung gehen von eurer Beziehung. Und hier auch dieses Fühlen wie du. Ja, dieses Nachsichtige auch wie du. Und hier denkt jemand sehr liebevoll auch daran, an diese Verbindung. Und das beschäftigt hier jemanden ziemlich intensiv, was wir hier sehen. So, und jetzt haben wir. Oh, muss ich mal schauen, weil die Karten kenne ich noch nicht so gut. Die Sechs der Stäbe.
Sechs der Stäbe zeigt hier, also da ist schon jemand auf dem Weg, diesen Durchbruch auch, ne? Er ist aber noch in diesem Konflikt. In diesem Konflikt, was er hier bei dir eben sieht. Und vielleicht auch Neid in seinem Umfeld mit anderen. Oder auch vielleicht auch ein Stück Neid auf dich, weil du, wie gesagt, dieses einfühlsame, verständnisvolle, nachsichtige und bei ihm nicht. Und das ist das, was hier jemanden ziemlich stark beschäftigt. Aber hier kann ich dir auch sagen, hier ist jemand gerade noch in seinem eigenen Schutzbereich und vertritt gerade vielleicht auch noch seinen Standpunkt, dieses Sture so ein bisschen, aber sehe ich nicht mehr so stark. Da ist hier schon zu sehen, dass jemand um die Beziehung, die Verbindung, wenn wir die Kombination nehmen, um das kämpfen möchte. Hier in den Aufbruch dieses Kämpfen, dieses Durchstarten und hier ja, ne? Weil, wie gesagt, war immer so dieser Vergleich auch, beziehungsweise was sich immer wieder herholt von dir, was du auch immer wieder gegeben hast und wie du dastehst und er eben nicht. Und da möchte dich auch jemand wieder erobern. Hier, wenn ihr getrennt seid, ist jemand nicht wirklich glücklich auf dem Single-Markt. Und möchte dir aber auch, er hat dir vielleicht immer so ein bisschen auch fehlende Anerkennung gezeigt. Ein bisschen Arroganz vielleicht, ne? So das Ego, was so sehr, sehr dominant auch gewesen ist. Warum ich sage, bewusst sage gewesen ist, weil ich hier sehe, da kommt jemand, da möchte dich jemand wieder erobern. Da möchte dich jemand erobern und hier schon ziemlich durchstarten, ne? Also, ja, weil in seinen Gedanken bist du schon sehr, sehr, sehr intensiv zu sehen. So, dann schauen wir mal, was wir denn noch an Details bekommen. Gut. Ach ja, die Details. Prima. Da haben wir erstmal gleich sein Umfeld. Also hier kämpft gerade oder stellt sich hier jemand gerade auch vielleicht so zwischen dich, vielleicht die Mutter, eine nahestehende Person, weiblich, aber nichts irgendwie affärenmäßig. Mit dazu erwähnt, ganz wichtig. Das ist hier sein Thema. Das beschäftigt hier jemanden ziemlich intensiv. Aber hier möchte auch jemand in die Schnelligkeit. Wir haben hier die Schnelligkeit, dieses Durchstarten und das wird hier auch gezeigt, diese Schnelligkeit. Schnelligkeit hier schon in deine Richtung. Ne? Aber hier ist jemand gerade wirklich sehr intensiv dabei, hier einiges für sich selbst auch zu klären. Dieses Selbstklären mit sich, dieses seine Zielstrebigkeit hier komplett zu greifen, weil jemand sieht hier, und das ist das, was er dir auch sagen möchte. Er sieht, du bist zielstrebig, du weißt, was du willst. Du bist hier auf ihn zugegangen, du warst standhaft, du warst verständnisvoll, du wusstest, du willst ihn. Punkt. Und hier ist dann jemand immer wieder, konnte sich vielleicht auch immer nicht entscheiden, immer wieder in den Rückzug gegangen und ja, hat gerade Themen mit sich selbst. Und das Thema ist die Verbindung, die Kommunikation mit dir, in die Verbindung, in die Kommunikation zu gehen. Und da ist schon auch, jemand vertraut sich hier gerade noch nicht selbst. Hier ist dieser Stillstand noch zu sehen, weil jemand selbst mit sich sehr, sehr stark hier im Umbruch ist, am Arbeiten ist. Und er wird aber hier in die Kommunikation kommen zu dir. Also da sage ich, ist es sicher. Ne? Hier ist aber noch diese Sorgen. Diese Sorgen, wie, was sagt er oder sie dir genau? Ne? Hier wird aber sehr viel, also hier ist jemand so am ja, nachdenken, am Grübeln, am Nachdenken, wie kann ich das jetzt hier am besten hinbekommen? Weil er möchte dich glücklich machen. Das ist das, was in ihm vor sich geht, was er dir sagen möchte. Du bist bereitest mir so viele glückliche Gefühle, hast sie mir immer bereitet, hast immer das Beste für mich gewollt, wolltest mich unterstützen und ich habe deine Unterstützung nicht angenommen. Ich habe immer wieder hier, in den Rückzug bin ich gegangen. Hab immer wieder alles mit mir alleine ausgekämpft. Na? Hab dich vielleicht auch weggeschoben. Mach es vielleicht auch jetzt gerade. Diese Abwehr in deine Richtung. Aber ich bin auf dem Weg,
die richtige Lösung zu finden, wie ich mit dir kommunizieren kann, was ich dir, ich möchte dir alles sagen. Mir fehlt nur gerade noch der richtige Ansporn, beziehungsweise dieser kleine Schlüssel, der irgendwie noch für diesen Schwups fehlt, wie ich das Gespräch beginne. Da hängt es bei ihm noch fest oder bei ihr. Weil jemand hat nämlich hier auch immer wieder alles Mögliche vor sich hingeschoben. Und möchte dir hier auch sagen, die Liebe zu dir, die ist schon länger. Die hat wirklich Bestand. Und hier geht auch jemand sehr stark in die Innenschau und ist aber noch sehr unsicher. Das ist sehr unsicher, weil ich hier bei jemandem, also dieses Unsichere in seinem Inneren. Und hier möchte dir jemand sagen, er räumt hier gerade alles auf für sich selbst. Weil hier sehe ich auch, dass jemand mit seiner Psyche ein Thema hat. Das hat nichts mit dir zu tun, das möchte dir jemand sagen. Warum der Rückzug? Warum dieses Zögerliche und, ist hier, weil jemand gerade dabei ist, die Liebe zuzulassen, die Liebe zu dir, sich zu öffnen, die Herzöffnung. Also ich sag mal, es ist hier wirklich was gefühlsmäßig eine Wahnsinnslegung. Aber jemand möchte dir sagen, ich bin unsicher. Ich bin nicht der stabile Kojote, der ich jetzt hier immer war und hier der Hero und whatever, weil ich bin sehr zerbrechlich. Ich habe sehr viele Sorgen. Vielleicht auch die Sorgen hier, wenn es um ein Kind geht. Das habe ich nämlich auch hier liegen. Also hier kann es auch sein, dass es ein Kind betrifft, da das sehr viele Sorgen sind, dass er jetzt gerade versucht, hier alles aufzuräumen, aufzuarbeiten und hier alles komplett zu verändern. Weil hier kann jemand nicht mehr da stehen bleiben, wo er jetzt gerade ist. Jemandem geht ganz, ganz viel auch im Finanziellen durch den Kopf. Ganz starke Veränderung. Vielleicht ist hier auch sehr viel finanzieller Geldverlust, der hier gezeigt wird. Aber hier wird aufgeräumt. Und wie gesagt, es hat nichts mit dir zu tun. Es ist einfach nur, also wie gesagt, wenn es hier jemanden um ein Kind geht, habe ich ja ein Kind mit angezeigt. Und hier ist sehr viel Sorgen, sehr viel Enttäuschung, Traurigkeit auch zu sehen. Es wird aber auch gezeigt, dass jemand da gerade dabei ist, dieses komplett sich in die hundertprozentige Sicherheit zu gehen, dass er dir auch das alles geben kann. Warum dieser Rückzug? Weil er keine halben Sachen mehr möchte. Weil jemand hier auch selber weiß, was er falsch gemacht hat. Und ist enttäuscht von sich, dass er dir nicht das zurückgeben konnte, was du ihm oder ihr die ganze Zeit gegeben hast, konstant. Du hast dich bemüht, du warst immer da, du warst bereit und hattest immer Verständnis gehabt, du hast es auch immer noch. Warum jemand jetzt hier vielleicht ein bisschen in eine Abwehrhaltung geht, auf Distanz geht dir gegenüber, ist genau der Punkt, weil jemand, ich liebe mal den Kartenfest, weil jemand hier genau an dem Punkt ist, das hier für sich selbst in Einklang zu bringen und dir, wenn er dir wieder begegnet, auf dieser Ebene alles gibt. Also nicht mehr, was mal gewesen ist, sondern komplett neu auf einer anderen, wundervollen Ebene und auch der Leichtigkeit dir gegenüber. Nicht mehr dieses Verschlossene und ich mache alles hier mit mir alleine aus und dieses, ja, so ein bisschen oberflächlich vielleicht auch. Und da hat aber jemand auch Angst, weil dadurch macht er sich sehr, sehr, sehr verletzbar. Aber hier sagt jemand, bei dir ist er sich sicher, weil er bei dir genau die Stabilität bekommt, was er vorher immer Vorsicht in der Hab-8-Stellung gewesen ist. Und aus dieser Hab-8-Stellung möchte hier jemand raus. Und deswegen der Rückzug, um das alles hier für sich zu klären, wie einen Neubeginn, einen Neustart mit sich selbst. Für dich, für ein Wir, also ihr. Weil ich hier deutlich die Verbindung zwischen euch beiden sehe. Und ihr wart niemals komplett getrennt. Das war noch nie, dieses Band zwischen euch war noch nie getrennt. Egal was in der Zeit, wenn ihr vielleicht in einer Beziehung wart und es getrennt wurde. Egal was da war. Aber ihr habt nie diese Verbindung miteinander verloren. Ihr wart immer auf der Seelenebene miteinander sehr intensiv und sehr fest verbunden. Jemand ist hier immer wieder dieses Misstrauen.
Dieses Misstrauen aus dem Vergangenen, er möchte da ja ausbrechen. Er möchte wirklich das alles hier lösen und auch alles bereinigen. Und da hängt aber jemand noch ein bisschen fest, den ersten Schritt wirklich zu machen. Das erste Wort, den ersten Satz, ne, dieses und dann, boff. Also ich sag mal hier, wenn jemand auf dich zukommt und dann jetzt wirklich dann auch ein Gespräch gibt, kann das am Anfang schon sein, wo du denkst, sag mal, Junge, jetzt mach doch mal den Mund auf, ne? Komm mal raus hier. Weil hier bringt vielleicht jemand immer wieder die eine Ausrede nach der anderen. Ja, so dieses, ja, wie geht's dir und was hast du da gegessen, was hast du dort gemacht und ach, stell dir vor, auf der Arbeit das und das. Ah, ich habe mir die Turnschuhe gekauft oder was auch immer. Hast du denn schon Urlaubspläne? Wo fährst du hin? Sowas, ne? So ganz obligatorisch, oberflächlich. Wo du dann denkst, sag mal, was willst du jetzt eigentlich, ne? Du antwortest dann immer so, ja, schmeckt gut, habe ich auch schon mal gegessen. Oder ja, cool, die Turnschuhe, ja, habe ich schon mal davon gehört. Wo du dir denkst, was bringt das jetzt eigentlich, ne? Da sehe ich aber, dass jemand dann schon so Stück für Stück immer mehr. Also bedräng ihn hier auch nicht, dass er ja, komm mal zur Sache, Junge, ne? Sondern hier merke ich auch, das braucht hier jemand auch, um immer mehr da in dieses Weiche, in diesen Fluss reinzukommen, ne? Also dieses Eis zu brechen. Hier ist jemand wirklich dabei, das Eis zu brechen. Und weil dir vielleicht auch immer wieder Kälte gezeigt hat, Abwehr, Kälte, Zurückweisung. Und in dem Gespräch, wenn ihr dieses Gespräch dann auch habt, dass dann jemand schon langsam anfängt, ne? Oh, und stell dir vor, also wie gesagt, erst einmal die Turnschuhe und das Essen und Co., ne? Und, Duschgel ist teuer geworden, irgendwie sowas in der Richtung. Also ist es sehr überspitzt gesagt, ne? Aber ihr kennt euren Gegenüber. Oder ich habe mir einen neuen Grill gekauft, sowas, ne? Oder, boah, Steak, irgendwie. Und dann aber langsam anfängt, ach ja, da so ganz bin ich auch gerade nicht so richtig hier auf der Höhe und da so langsam anfängt dieses, ne? Und da das kommt in den Einklang, dieses Eis wird gebrochen, da kommt immer mehr Wärme in dem Gespräch. Du hörst zu, du bist eh der ruhige Part und der Zuhörer, verständnisvoll. Und dann merkst du auch, du gibst ihm auch energetisch dann da. Ich sehe deine Blicke und deine Wärme, die du gibst, dass du Liebe gibst, keinen Druck, sondern einfach so dieses Lächeln und diese Wärme auch, dieses Entspannte. Du gibst das Gleichgewicht her, du gibst die Harmonie. Und da schwingt dein Gegenüber dann richtig mit rein. Und das wird hier gezeigt. Und da, wie gesagt, da fehlt ihm noch ein Stück dieses Hindernis, auch diese Unsicherheit. Wie fange ich das am besten an? Und das ist das, was er dir sagen möchte. Er will auf dich zukommen, er will alles bereinigen, er will die Veränderung, den kompletten Neustart mit dir, das alles beginnen und das so entstehen lassen, wie es vorher noch nie gewesen ist. Da alle Blockaden lösen und nichts mehr, dass dir irgendwas dazwischen steht, egal familiär oder nicht. Hatten wir das nicht letztens erst gehabt? Also es ist ein ziemliches Thema, das sind die Energien, die möchten es einfach mit sagen. Ne? Ja, dann, was haben wir hier? Magier. Ja, haben wir? Nein, wir haben zweimal die große Arkana. Hier ist der Magier mit dabei. Und der Magier hat hier auch eine ganz, ganz tolle Botschaft. Weil der Magier nämlich hier auch in die Aktivität geht. Hier wird die Aktivität gesetzt, dieses Achtsame in eurer Verbindung, dass dein Gegenüber achtsamer damit umgeht, hier in die Tatkraft geht und das Selbstvertrauen auch greift, was ja hier ziemlich stark gekippt ist. Selbstvertrauen, immer dieses Schwankende, ne? Dieses Abkippen, was da auch immer gewesen ist. Vielleicht auch immer wieder den Rückzug, alles wieder Zeitverzögerung, Verlängerung, Misstrauen, ne? Immer wieder überall Hindernisse und alles immer wegschieben. Hier wird aber nichts mehr weggeschoben. Hier geht es nämlich in die Stabilität und in die Sicherheit. Dieses Zögerliche hat hier dann wirklich auch ein Ende. Und es wird auch gezeigt, dass Selbstvertrauen, vor allem das Vertrauen in die Verbindung, die ihr beide miteinander habt
Und es ist eine ganz, ganz tiefe, stabile Verbindung zwischen euch. Das wird hier gezeigt. Also hier kommt jemand selbst mit sich in den Einklang, dieses Durchatmen. Ne? Diese Einheit hier möchte jemand bilden. Und in dieser Einheit will er aber zuerst kommen, bevor er hier bei dir dir das sagt. Egal, wie es ausgeht, es ist ihm auch egal. Natürlich hat er ganz intensiv, ganz massiv die Hoffnung, in die Erfüllung zu gehen, in diese Gemeinschaft mit dir zusammen. Aber in diesen Einklang, um dir eben da nicht mehr das zu geben, was mal war, sondern komplett dieses Weichere auch. Nicht diese harte Schale nonstop. Weil er weiß, bei dir kann er weich sein. Du verletzt nicht. Und das wird hier gezeigt. Ja, der Magier bringt hier auch noch, wie er erschafft was Neues. Es ist Magie. Und eine Erschaffung von einer neuen Möglichkeit. Er nutzt die Chance, die Möglichkeit, auf dich zuzugehen und möchte das wieder entstehen lassen, was auch zwischen euch mal war, aber eben anders entstehen lassen. Ach, und hier heißt es die Verbindung. Hier haben wir auch die Verlobung. Hier haben wir auch eine Hochzeit. Von daher sage ich jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Die Gleise sind gestellt. Und dein Gegenüber wird hier genau dieses Gleis stellen von dieser Legung im Kollektiv. Mit dir dieses Feste, diese Verbindung, dieses Miteinander einzugehen. Da gibt es nichts mehr, was hier daran rüttelt oder was jetzt hier noch irgendwo mit Einfluss nehmen könnte. Das will dein Gegenüber auch nicht mehr. Und das wird hier auch für dich gezeigt, wenn du es natürlich auch möchtest. Hier geht es in die Offenheit. Er wird offen dir gegenüber sein. Er will dir komplett die Nähe und die Sicherheit geben. Alles gemeinsam mit dir machen. Und das sage ich, es kann schon wirklich eine aufregende, positiv aufregende Zeit werden zwischen euch. Denn jemand befreit sich ja selbst aus der Gefangenschaft, die er selbst immer wieder sich da hatte, in sich hatte, mit sich hatte, wie auch immer. Und möchte auch wirklich komplett diese Fülle, diese Verbindung, diese Einheit bilden. Wir haben ja hier auch noch liegen die 6 der Stäbe, ne, was wir hier oben haben. Und bei 6 der Stäbe wird hier auch gezeigt, die Beziehung blüht auf. Und da sieht es schon auch aus, dass bei den 6 der Stäben raus aus dem Single-Mind, rein in die Verlobung, in die Verbindung. Jetzt haben wir es hier nochmal, die Hochzeit, feste Beziehung. Also, ich sag mal, es schaut sehr, sehr interessant aus. Und da tut sich wirklich was. Also dein Gegenüber arbeitet sehr massiv, sehr stark mit sich selbst, weil er dich schätzt und dir wirklich auch diese Wertschätzung, diese Achtung geben möchte, was er damals vielleicht nicht so ganz gemacht hat, vielleicht kleine Stückchenweise oder dich nicht so gesehen hat. Und deswegen will er hier komplett diesen Wandel, diese Größe, für ihn eine größere Veränderung. Und die möchte jemand eingehen. Finde ich jetzt auch wunderschön. Und also wirklich, da wird einiges Positives gezeigt und ganz viel. Und diese Veränderung sage ich, ja, bei dieser Veränderung sage ich wirklich für mich jetzt, nur für mich ganz persönlich, sage ich alle Achtung an diese Person, dass sie diesen Weg geht und diese Veränderung macht. Da ist für mich eine absolute Wertschätzung. Und das, sowas schätze ich bei Menschen. Und alle Achtung daran, dass jemand sagt, okay, ich nehme das hier in Angriff. Weil er dir das geben möchte, das Wunderschöne. Und diese Wertschätzung dir gegenüber auch geben möchte und dir zeigen möchte. So. Dann haben wir noch den Herrscher. Hier geht jemand auch komplett in die Verantwortung zu sich selbst, die er vielleicht auch selbst immer ein bisschen immer weggeschoben hat. In diese Männlichkeit und Verwirklichung eines Traumes, seines Traumes, eures Traumes.
Kann auch sein, dass jemand ein bisschen vielleicht zügelloser auch ist und dann dich auch wirklich überfällt. Ne? Aber die Energie, wir hatten das doch erst, ich weiß nicht, war das gestern im Reading auch gewesen? Heißt, dass die Energie sehr, sehr intensiv und sehr kraftvoll gerade ist und das ein ganz großes Thema ist. Nicht nur vielleicht bei ein oder zwei, sondern wirklich da mehr ist. Sonst wäre das jetzt auch nicht so angezeigt. Und also ich bin da wirklich sehr, sehr angetan. Und der Herrscher zeigt hier wirklich auch hier dieses die unausgesprochenen Emotionen werden jetzt ausgesprochen. Und hier möchte jemand auch Struktur reinbekommen, nicht mehr vielleicht so was Schwankendes in der Verbindung, was ihr miteinander hattet. Oder dieses Misstrauen auch, ne? Und vielleicht so ein Kontrollfreak für sich selbst, also ne, dass er vielleicht doch dich kontrollieren wollte. Das wird hier komplett abgelegt. Ein kompletter Neubeginn wird gezeigt und das ist eine ganz, ganz tolle Legung. Also wie gesagt, ich bin sehr angetan davon. Und ich wünsche euch allen von ganzem Herzen das Allerbeste. Fühlt euch ganz lieb und fest umarmt, ihr Lieben. Tschüss!